Fasnachtseröffnung in Willisau. Erst noch war Weihnacht. Kaum zum Glauben, so hat sich Städtel Willisau im Handumdrehen erneut verwandelt. Die Tannenbäume haben ihren leichten Schmuck verloren, stattdessen tanzen sie wild durch Städtli. Statt Samichleus giggern die Göckeli. Statt laufen zaubern, lässt man sich jetzt begeistern von den Napfgeistern in den unterschiedlichsten Prägungen. Etwa von den Enzilochmannen, den Mastregeln, den wunderlichen Willisauer Wäschweiber und wie sie alle heissen. Fasnacht im verträumten Flecken auf der Luzerner Landschaft, sie wären stille Angelegenheit. Gäbe es nicht Guckenmusiken, Pfeife an der Zahl, die rucken und keiben, schränzen und rasseln. Ab so viel Krach, es verschlägt uns die Wort. Wir wünschen viel Vergnügen. Okay, sehr schön. Eben, wie gesagt, die schönen Grinde und das super schöne Tönü. Merci. Als nächstes erwarten wir Mostreckele mit dem Präsident Rees Bucher. Mostreckele dürfte nächstens da um die Ecke kommen. Da sind ja die Moorstreckele. Und nach den Moorstreckele kommen die Ringlegüsser. Mit dem Motto Chimifarm. Sie sehen also aus wie Chinesen. Und der Präsident von den Ringlegüsser ist der Roland Wechsler. Und der Dammwurt der Pius Riedweg. Nach den Ringlegüssen kommen die Enzilochmannen mit dem neuen Obmann Roland Puri, wobei der heute leider nicht da ist, dann Stadttier und der Wächter und Zunftmeisterpaar Claudia und Markus Limacher und alle Zünftigen und Gesellen.
Möglichkeit. Die Enzilochmannen sind jetzt auch schon bald vollzählig. Die Enzilochmannen ganz offen auf die Kille steigen, bitte. Gut, jetzt kommt das Stadttier und der Wächter und nachher das Zunftmeisterpaar Claudia und Markus Limacher und alle Zünftigen und Gesellen. Kanöffelzumpf, bitte ganz oben kommen, aufs obendran am Podest. Und jetzt kommen die Schlössli-Rucker. Ihr Motto ist: Gesellschaft, wir stürzen nur zusammen ab. Der Präsident ist der Peter Kuhmann und der Tambour der Simon Stadelmann. Nach den Schlössli-Rucker kommen die Bösschreiber mit dem Oberbösschreib Madeleine Kranz. Nach den Wäschreiber kommen noch die Letzbets mit dem Motto: Frisches Blut ist immer gut. Sie haben nach der Eröffnung haben sie im Rathaus ihre Party. Das wird aber der Zunftmeister alles noch im Detail erklären nachher. Der Präsident ist Jacqueline Fuhrmann und der Tambour Daniel Albisson. Nach der Let's Fetz kommt Göckeli Zunft und Göckeli Zunft hat dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Der Zunftmeister ist der Paul Fischer. Und am Schluss kommen noch die Napfrucker mit dem Motto «Schon rot». Präsident ist der Enrico Moresi, Tambour Hani Troxler.
Evelyn ist die rote Zora und Hani ist eine rote Ferrari-Tussi. Okay, da kommen unsere roten Abdrucker schon. Sehr schön, vielen Dank. Vielleicht haben Sie schon festgestellt, wir sind dieses Jahr ein bisschen weiter oben. Das ist, dass der Zunftmeister besser abheben kann. Haben wir das Podest ein bisschen weiter aufgestellt. Nein, der Grund ist ein anderer. Es gibt dieses Jahr eine Neuerung und das ist ein Monsterkonzert am Anfang von allen Guggenmusiken miteinander. Und zwar wird das dirigiert vom Gregi Bertschmann von den Wegregüssern. Und nachher, wenn das durch ist, dann spielt spielen die Wegregüsser gerade noch ein Stück auf der Bühne 1 und nachher die Ringligüsser auf der Bühne 2. Also, jetzt zuerst das gemeinsame Stück und nachher die Wegregüsser noch ein Stück und dann die Ringligüsser. Gregi, bitte loslegen. Merci. 1, 2, 3, 4!
Liebe Fasnächtlerinnen, liebe Fasnächtler, liebe Gurkumusiker und Fasnachtsgruppe, ganz nach dem Motto: Je kürzer die Rede, desto länger der Abend. Begrüße ich Sie mit einem dreifachen Nari! Ja. Nari! Ja. Nari! Ja. Die schönste Jahreszeit hat angefangen und jeder, der gesund bleibt, der soll an die Fasnacht gehen. Die Karnöffelzunft hat getagt und ist für die Amtsperiode hat sie folgende Beschlüsse gefasst. Erstens, nachdem das Budget ohne Widerspruch einstimmig gut geheissen worden ist, findet die Fasnacht 2015 statt. Zweitens, mit Beginn der Polizeistunde werden die Asphaltbelagstreifen im Städtli von quer auf Längsstreifen gewechselt. Also vom Untertor zum Obertor, damit die Fasnachtswütigen den Heimweg besser finden. Wer länger im Städtli bleiben will, kann noch eine Ehrenrunde im Rothauskreis drehen. Zudem wird angeordnet, dass die Städtli-Bewohner wohnhaft auf der Schattseite, auf der hellen Streifen gehen und die Bewohner auf der Sonnenseite, auf der dunklen Streifen. Drittens, Pendenz aus dem Jahr 2014. Das Trottoir Ostergau wird bis Ostern doppelspurig ausgebaut, inklusive eine neue Nord-Süd-Frösche Transversale. Zur Einweichung von dem Mehrjahresprojekt kommt der gesamte Regierungsrat vom Kanton Luzern und die Bundesrätin Frau Doris Leuthard und der Osterhas höchstpersönlich. Viertens, Freibad in Hasenburg. Wegen dem schlechten Wetter, wegen dem schlechten Sommer, wird Freibad in Hasenburg zum Thermalbad umfunktioniert und ist ab sofort das ganze Jahr offen. Fünftens, Bahnhofstrasse heisst neu Poststrasse und verbindet das Restaurant Pöstli, den Postplatz, die alte Post und die neue Post miteinander. Der Bahnhof wird unterirdisch verlegt. So können wir getrost die fünfte Jahreszeit starten. Ich danke Ihnen, liebe Bevölkerung, für Ihr aktives Mitmachen und allen Brauchtumsgruppen und Kugelmusiken für Ihren wertvollen Beitrag zur Pflege des Brauchtums und der Kultur. In diesem Sinn erkläre ich die Fasnacht 2015 als eröffnet. Wir schreiten jetzt zur Zeremonie, Vorstellen und Aufnahme von neuen Gesellen und anschließend Aufnahme und Gelöbnis von den neuen Zünftigen. Neu begrüßen wir als Gesell linke Hand, links. Der Franz Gehrig aus Willisau. Der Franz ist Säcklehrer im Entlebuch, verheiratet mit der Mirei und hat eine Familie in Willisau und ist Sohn von einem Briefträger. Franz, wir heißen dich herzlich willkommen als Gesell und ich überreiche dir zu diesem Zweck die Schelle. Bravo! Wir haben zwei neue Gesellen. Als zweite Verstärkung haben wir Thomas Schuppert als Bänkler und ehemaliger Fußballer. Thomas Schuppert ist heute leider nicht dabei. Er musste ein bisschen an die Wärme reisen, aber er wird das nächste Mal da sein.
Ich komme jetzt zur Zeremonie Gelöbnis von unseren neuen Zünftigen. Gelöbnis der neuen Zünftigen Daniel Peter und Stefan Rösch. Gelobt ihr, das Gewand der Karnöffelzunft stets in Ehren zu tragen und euch voll und ganz für die Belebung der Fasnacht einzusetzen. Ich gelobe. Hey. Gelobt ihr, nach Kräften mitzuhelfen, die alten Volksbräuche lebendig zu erhalten. Ich gelobe. Gelobt ihr, den Humor hochzuhalten, auch wenn es ernst wird. Ich gelobe. So überreiche ich euch als Zeichen von der Zusammengehörigkeit Sumpfemblem und erkläre euch Daniel und Stefan zum vollwertigen Mitglied von der Karnöffelzunft Willisau Nari. Daniel, herzlich willkommen. Stefan. Wie geht's weiter? Jawohl. Jetzt spielt Gugelmusik Let's Fetz Eisstock. 1, 2, 3, 4. Wir kommen jetzt zum Vorstellen vom Fasnachtsprogramm 2015. Ich möchte vorher noch ganz herzlich danken im Knox Troxler fürs Kreieren von der diesjährigen Plakette. Am Mittwoch, 4. Februar, Seniorenfasnacht in der Festhalle. Am Abend Brandybau AWB Brandy. Am Freitag, 6. Februar, am 10. Kindergartenfasnacht im Kindergarten Pfarreiheim. Am Sonntag, 8. Februar, grosse Städtli-Fasnacht. Es ist die 20. Städtli-Fasnacht. Angefangen am 10. mit einer Narrenmesse, am 11. mit einem Apero, sind alle eingeladen. Und nachher buntes Treiben
im Städtli. Schmutziger Donnerstag am 12. Februar. Muss ich nichts sagen, am Freitag, 13. Februar, finden die Heimbesuche statt im Heim Breiten, Waldrau und Zopfmatt. Am Samstag darauf, am 14. Februar, am 8. ganz wichtig, der grosse Gückalibau in der Anreckerhalle, Teju, mit dem 20-Jahr-Jubiläum. Güdis Mändig, 16. Februar, der Sprüchli oben in den diversen Restaurants und Lokalen, Rothaus und Schlossschür. Und der Güdis Dienstag am 17. Februar, am 14:30 Kinder auslumpeten und am Oben auslumpeten für alle anderen. Und Aschermittwoch am Tag darauf. Ganz speziell erwähnen möchte ich das Jubiläum von der Gückali zum 20 Jahre. Und heute Abend, der weitere Verlauf, ihr seid alle eingeladen zum Fest der Letzfetz im Rothaus unter dem Motto Monkey Night, Affennacht. Es gibt feinen Ochsamspiess, ganz im Sinn von lieber ein bisschen Speck am Vödeln, wie der Magensucht im Hirn. Wegen der Güsser Bar ist heute Abend offen, im Adler, im ersten Stock. Jetzt spielen die Schlössli-Rucker und nachher die Napfrucker je ein Stück. Bleiben Sie noch ein bisschen da und genießen Sie den schönen Abend. Danke.